Buenas noches, geliebte Freunde des Horrors und der Pseudodramatik. Hier ist wieder Muffy, zusammen heute nicht mit TGN, aber mit Mr. More Game, der ab heute offiziell Gategeil ist, sprich er ist Partner geworden. Begrüße die Zuschauer, Pascal. Hallo. So. Gategeil. Einige werden ihn wahrscheinlich nicht kennen, was ich sehr schade finde, aber ihr könnt ja mal in seinen Kanal reinschauen, der ist unten in der Videobeschreibung drin. Ihr seid, werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht. Er hat hier so ziemlich dieselbe Hackfresse wie Holly. Das war natürlich nur ein Spaß. Ah, so, die Hackfresse, die kenne ich. So, ja, ich wollte ja eigentlich Garo ins Boot holen, aber der ist leider nicht da, also musste ich mich jetzt mit dem Pascal vergnügen und muss der darf mir jetzt einen Ersatz besorgen. Naja, so schlecht bist du jetzt auch nicht, du bist genauso gut wie Garo bestimmt, so. Das ist Garo, ach so, Dark Garo, ja. Genau, wie kann man Dark Garo nicht kennen? So, also ich bin hier, wenn dir das was sagt. Oh, das sagt mir total viel. Naja, ich gehe mal in den Altar raus. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht gleich ein Vieh kommt. Geh auf, nein, Tür. Du musst doch nur die drei Kugeln sammeln. Ja, aber sag mir, wo die sind. Da. Wo da? Wo lang? Warst du schon bei anderen Räumen überall? Bei Agrippa war ich. Ich habe die ganzen Zellen abgesucht. Ich habe nirgendwo eine Kugel gefunden. Da sind aber überall Kugeln versteckt. Wo denn? Ich finde hier keine. Hier auch, oder was? Ich glaube, da direkt war keine, soweit ich weiß. Das sind so ganz kleine Pitzelstückchen, die haben sie auch gemeint versteckt. Aber die haben eigentlich bei allen drei Wegen eigentlich immer eine Kugel versteckt, soweit ich das noch weiß. Ja. Klasse. Yay. Findest du schön, findest du schön. Jetzt sag mir mal bitte wo. Ich will dieses scheiß Projekt endlich hinter mich bringen. Nein, ich habe eigentlich voll Angst vor dem Spiel, weil ich spiele so selten Horror-Games. Ja, so selten. Badutsch. Ich würde mal sagen, du gehst erstmal raus und dann rennst du jetzt erstmal irgendeinen dieser Wege entlang, irgendeinen dieser Zweige. Da findest du nämlich immer eine Kugel. Okay, so, da vorne Weg oder was? Wo lang? Rechts. Rechts, immer der politischen genau. Richtung nach. Alles immer klar. Rechts. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist im Ausland. Also. Bei dir ist es ja gerade sicher 3 Uhr morgens, oder? Ja, genau, 3 Uhr morgens. Zeitverschiebung und so. So, das Preisfrage. Ist noch. Wo ist hier eine verdammte Kugel? Nächste Preisfrage. Ich hab dein Bild ist stehen geblieben. Ist es stehen geblieben? Bei mir läuft es noch. Ja, der Bildschirm übertragen. Nein, das ist stehen geblieben. Also, es bewegt sich nicht. So, jetzt vielleicht. Und dein Internet ist total schlecht. Also, man hört dich total. Ich lebe am Arsch der Welt. Was erwartest du? Jetzt sag mir mal, wo muss ich lang? Wo ist die scheiß Kugeln? Hier ist keine. Hier ist auch nichts. Siehst du überhaupt noch überhaupt irgendetwas? Man hört dich gar nicht mehr. Du hörst mich gar nicht mehr, komisch. Also, meine Zuschauer können mich noch hören. Dann schlecht. Nein, aber deine Stimme kommt ziemlich hart abgehackt rüber. Komisch. Jetzt besser? Hallo? Ja. Ist besser geworden? Nee, das liegt an deinem Internet, glaube ich. Okay, Augenblick, wir machen mal kurz einen Cut weiter so. So, anscheinend haben wir das Problem ist gelöst. Aber wo sind die Kugeln? Du hast echt noch keine einzige Kugel im Inventar. Ich habe keine einzige gefunden. Ich weiß ja noch nicht mal, wo die sind. Kann man keine der Kugeln finden? Ja, Pascal, du bist hier der Amnesie-Experte. Sag du es mir. Holly war ja nicht da. Ja, danke. Bitteschön. Gewöhn dich dran, das ist der Umgangston bei TGN. Ich weiß, es gab 3 oder 4 Kugeln, weißt du das? Ich wollte. Hallo! Da unten gibt es zum Beispiel den Kleber für die Kugeln. Ja, den Teer habe ich schon, den Teer habe ich schon. Teer habe ich hier. Hier, Teer, ne? So, da. Ja, Teer. Brauchst du nur noch die Kugelstücke. Weißt du. Du bist eine echte Bereicherung. Du hebst den IQ um minus 2% an. Nur? Ja, nur. Mhm. Geh mal weiter, geh mal wieder runter. Da runter, nee, runter, da runter. Da runter. Es ist verschlossen, ich komme da nicht ran.
Selbst wenn ich, also ich habe ja Hammer und Meißel, das funktioniert ja auch nicht. Tja, Pascal, bitte. Hammer und Meißel funktioniert nicht. Dann gehen wir auch nochmal in den anderen Gang. Sag mal, Pascal, ich frage dich jetzt ganz normal, hast du das Spiel überhaupt schon mal durchgespielt? Ich habe schon durchgespielt, ja. Ja, dann... Die drei Kugeln, da saß ich auch ein bisschen lange dran. Das war das Problem bei mir. Gerade wenn man an sowas lange sitzt, sollte man sich doch eigentlich einigermaßen dran erinnern, wie es funktioniert hat. Bei mir war das so, ich saß dann da und hab's nicht herausgefunden und dann habe ich sie gefunden irgendwie und dann war es wieder leicht. Ich überlege gerade, wie das war. Es ist bei mir ein bisschen her. Ich glaube, ich hatte so schlimme Erinnerungen, dass ich jetzt eine große Lücke in meinem Hirn habe. Alles klar, also ich stehe jetzt hier auf dem Schrank. Ich weiß doch nicht, wie ich hier hochgekommen bin, aber ich stehe auf dem Schrank. Der hast du. Lass mich doch mal eben überlegen. Überleg doch, ich gebe dir doch die Zeit dazu. War da nicht auch irgendwo ein Brunnen? Ein Brunnen, wo du einen Knochen hinabhängen konntest mit einem Stück Fleisch? Das war ganz woanders. Aber das habe ich noch gar nicht gemacht. Oder muss ich das erst machen? Du müsstest das auch machen. Okay, dann sag mir mal, wo ich ein Seil herfinde, weil ein Stück Fleisch... Das Fleisch musst du einfach nur an den Brunnen hängen. Mehr nicht. Und dann musst du den Korbel hinunterlassen. Okay, dann rennen wir mal wieder zurück. Das ist jetzt eines der Dinge, was mir einfällt, was da auch war. Gut. Also, ich weiß, dass hier später gleich drei Viecher irgendwann kommen, mich ausnocken werden und ich dann aus einer Zelle fliehen muss. Das weiß ich noch. Das kommt später. Das weiß ich noch ganz genau. Da warst du noch nicht? Nee, da war ich noch nicht. Eigentlich musst du erst da gewesen sein, bevor du die Kuchen überhaupt sammelst. Hä? Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Pascal. Ja, geh erstmal zu dem Brunnen. Gehen wir zu dem Brunnen, alles klar. Tu es, tu es. So, hallo Agrippa. Alles klar, gehen wir mal wieder zu dem Brunnen zurück. Nein, da ist nicht noch etwas. Bla bla bla, Mr. Freeman. So, rennen wir wieder zu dem Brunnen zurück. Das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Hahaha. Episches Treppenklettern, genau. Treppenklettern. Was zum Teufel geht mit meinem Spiel ab? Hallo. Läuft das oder wie? Manchmal läuft er, manchmal nicht. Manchmal bleibt er stehen. Es hätte ein Eigenleben. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt das Fleisch da oben hinhängen. Du musst das Fleisch an dem... Mit welchem Brunnen bist du denn gerannt? Ja, das ist der Brunnen hier, den du meinst, oder? Nein. Es gibt noch einen Brunnen, das ist ein kleiner mit einem Hebel, den du selbst kurbeln kannst. Da musst du das Fleischstück ranhängen. Ja, wo ist der? Der müsste bei einem dieser drei Gänge sein. Ich weiß gar nicht, wo bist du jetzt ganz hingerannt? Du spielst das Spiel doch gerade, du weißt welchen, du sagst ja, ich weiß welchen Brunnen und dann rennst du irgendwo. Ja, das sieht doch aus wie ein Brunnen und da ist eine Kurbel. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurückrennen oder was? Vielleicht. Ei, Manometer, Pascal, also du bist mir keine große Hilfe. Doch, bin ich. Eieieiei. Da können Leute sehen, wie du mal eine Runde gehst hier, ey, das... Das ist schön, ich bin hier schon in der letzten Aufnahme hier wie ein Bekloppter durchgerannt. Hallo, Agrippa. Nein. Bla bla bla, Mr. Freeman. So, wo ist hier ein Brunnen, bitteschön? Ich bin jetzt hier im... Also, ich gehe jetzt in den Altar und da muss irgendwo ein Brunnen sein, willst du mir sagen? Da muss ein Brunnen sein, ja. Amen. Wenn du es sagst, Amen. Amen. Alle. So, ich stelle mich jetzt einfach mal darauf ein, dass ich hier gleich abgeschlachtet werde. Musst du doch nicht dich nicht sofort drauf einstellen. Doch. Warte, der Brunnen, der war beim, wie heißt der Ort? Wo? Wie heißt der? Hauptschall oder so? Hauptschiff?
Da geht man einen Gang runter, dann rechts und dann kommt so eine eiserne Tür. Da musst du durch. Halt, Moment. Hauptschiff. Hauptschiff, da war ich doch gerade eben, du Held. Sag mal! Ey, tu mir einen Gefallen, werd bitte nie die Stimme eines Navigationssystems. Du bist ja furchtbar. So, Hauptschiff hier oder was? Richtig. So, da muss ich hin. Nein, geh zurück, nein, geh zurück, nein, geh zurück. Was bist denn du für einer? Zum Hauptschiff. Ei, hör halt nicht zu. Ich hör dir zu. So, hier sind wir richtig auf jeden Fall, ja? Ich sehe noch nichts. Naja, warte, gleich. So, jetzt. Da muss ein Brunnen sein, ein kleiner Brunnen. Das ist bei, in der Nähe von so Zahnrädern, die auch oben sind. Zahnräder, die auch oben sind. Geh mal geradeaus. Wo bist du denn da? Was ist denn dahinter? Wo ist es wohinter? Hier hinter. Krieg ich nicht hoch. Nee, ja, geh gar nicht hoch. Du machst mich fertig. Du machst mich gerade fertig, mein Lieber. Es ist halt so verwirrend zuzusehen, wenn man selber nicht weiß. Warst du denn da schon? Ach nee, das ist ja noch gar nicht freigelegt. Du bekommst einen leeren Knochen dann. Ich muss noch irgendwie da oben eine Maschinerie aktivieren, das weiß ich noch. Aber das habe ich auch noch nicht gemacht. Bei Agrippa musst du... Da waren zwei Hebel, die wollte ich umlegen. Da stand, das funktioniert nicht. Also irgendwas ist da defekt. Ich gehe mal da hin und dann vielleicht hilft dir das ja weiter. Episches 15 Minuten planlos rumlaufen nach der Suche der Lösung. Nach dem Brunnen. Nach dem Wieso. Stimmt, da gibt es zwei Schalter. Genau, so. Was ist mit denen? Wie kriege ich die wieder in Gang? Ah ja, du musst die Schalter aus umlegen. Ja, stimmt, jetzt weiß ich es auch wieder. Und dann kommst du weiter in ein... Ja, okay. Ja. So, jetzt bin ich hier, aber pass auf, wenn ich das mache... Ja, du musst den hoch. Es funktioniert nicht. Etwas... Scheint mit der Maschinerie nicht zu stimmen. So, großer Meister. Ja, da ist eine... Wo war die? Bei Agrippa in der Nähe ist eine Maschine. Da musst du Zahnräder einsetzen. Damit rückst du erst jetzt raus. Ja. Ich weiß doch jetzt erst, welche Maschinerie du meinst. Okay, okay. Und wo finde ich die Zahnräder? Bei Agrippa. Also die Zahnräder, die sollen da in der Nähe von Agrippa sein. Alles klar, dann marschieren wir. Wir marschieren. Siehst du die Zahnräder? Bist du da schon? So, ich bin jetzt hier. Bist du da Zahnräder? Links. Links. Oben. Hä? Wo? Nicht bei Agrippa. Links ist so ein Tisch. Ja. Ja, guck mal da hoch. Ist da irgendwas? Ah! Was soll ich da machen? Da musst du, das Zahnnetz ist die Maschine aktiv und das kannst du den Schalter umlegen. Aha. Siehe da. Ey, ganz ehrlich, wer kommt auf so einen Scheiß? Ich musste selber erstmal wieder überlegen. Ah, oh, nee, ich meine, ich gebe dir jetzt nicht die Schuld, aber hallo, wer kommt auf so einen Scheiß? Die Entwickler von Amnesia. Ich merk's, ja. Laterne lasse ich jetzt mal aus. Ich habe hier extra fleißig alles angezündet. Ich habe noch 8 Zunderbüchsen übrig. Gut, die Maschinerie funktioniert jetzt beide Hebel hoch oder wie? Den rechten. Nur den rechten erstmal. Passiert dann schon mal was? Ja, der Hebel bleibt oben. Den anderen auch. Den anderen auch? Und jetzt wieder zurück. Hast du irgendwas im Boom gemacht oder? Ja, ist nicht unbedingt Wum, aber ich habe eine Frage. Weißt du, ob jetzt irgendwelche. Weißt du jetzt hier, ob hier überhaupt irgendwelche Viecher kommen? Daniel, you have gone noch nicht. Nein. Noch nicht? Die kommen. Doch, Spaß. Die kommen gleich erst. Bitte was? Die kommen, glaube ich, erst wieder, wenn du Richtung Altarraum gehst. Ach, jetzt kommen die Viecher dann. Bei Agrippa nicht. Nein. Nee, also hier in dem Bereich nicht zumindest. Jetzt musst du bei Agrippa, musst du jetzt links eigentlich einen Gang frei werden, wenn du die Treppe runtergehst. Ja, hier so, links und rechts ist jetzt frei. Hinter dir. Ja, ja, genau. Wo also muss ich lang, links oder rechts? Geh mal links erstmal. Such dir aus, alles schön. Okay, zugeben, jetzt
kriegst ein bisschen mit der Angst zu tun. Da ist ein Brunnen. Ah! Ah, da ist der scheiß Brunnen, ja. So. Und jetzt kurbeln, ne? Genau. Jetzt wieder hoch. Pascal? Pascal? Sag jetzt nicht, der ist weg. Na, geil. Pascal! Also, meine Damen und Herren, Mr. Morgan, es ist irgendwie weg. Und ich bin ratlos. Was machen wir jetzt? Aufnahme abbrechen? Auf ihn warten, dass er sich wieder meldet? Alles klar, dann laufe ich mal hier lang. Das hier? Aha, ein Raum. Schon mal gut. Eine Zunderbuchse. Kann man hier was anzünden? Das kann ich anzünden. Ja. Weiß der Teufel, wo er jetzt ist. Ja, ja, ja. Gut, ich denke mal, jetzt haben wir Informationen über einen Herrn Weyer gefunden, Mementos. Ah, okay, schon wieder so ein Ding. Alles klar, Laudanum. Ist hier noch irgendwas? Oh, was ist das? Das geht nicht kaputt. Alles klar. Ja, also, keine Ahnung, wo er jetzt ist. Skype zeigt mir gerade, es gibt Probleme mit der Internetleitung. Dann würde ich mir sagen, machen wir jetzt hier mal kurz einen Cut. Ich werde mal schauen, ob ich ihn wieder hinkriege. Und ja, jetzt ist die Verbindung gerade abgebrochen. Gut, dann beende ich jetzt mal hier den Part. In der nächsten Folge ist er hoffentlich dabei. Ansonsten wieder mit Garo. Ich gehe mal davon aus, dass ich ihn jetzt gleich wieder rankriege. Ansonsten, ja, ich hoffe, euch hat diese etwas kürzere Aufnahme trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.